Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die in der Fantasy Mod bei Shazadi spielt. Mit am Start meine Wenigkeit und die liebe Himiko. Hi. Wir waren eben auch schon tatsächlich nur noch einen Kilometer voneinander entfernt, aber jetzt sind es schon wieder drei. Ja, ich hoffe doch, dass wir uns wenigstens in dieser Folge schaffen zu finden. Und bis dahin versuchen wir einfach nur zu überleben. Wie wär's denn damit? Ja, oder ist das doch, fröhliche Stern geht weiter. Ist doch ganz einfach, aber das heißt doch 7 Days to Die und nicht 7 Mal am Tag. Irgendwas verstehen wir hier falsch. Nicht 7 Mal am Tag, sondern alle 7 Tage. Das ist super. Und hier ist der Blutmond noch auf alle 14 Tage gestellt, weil wir ja solche Vollprofis in dem Spiel sind. Ja, Vollprofis. Ja. Also ich persönlich fände das jetzt schon mal schwer beruhigend, wenn wir uns einfach finden würden. Ich habe mir gebrochenes Bein, also daher könnte es etwas dauern. Was machst du denn? Beine brechen? Vor allen Dingen, da steht leerer Waggon und es ist Salz drin. Lüge! Der war nicht leer. Ich schleich mal weiter. Ich auch. Ach, hier ist es aber... Ich weiß nicht, hier ist gerade angenehm ruhig. Ist das jetzt die Ruhe vorm Sturm, oder... Weil dann könnte ich mich tatsächlich auch mal oben wieder meiner Quest widmen. Würde ich sagen. Ist die Ruhe vom Sturm. Ja, hier ist jetzt, hier ist tatsächlich gerade angenehm ruhig. Ja, bei mir auch, der Mut bloß eine Kuh. Ist uns alles gut. Ah, ich höre schon wieder was. Es röchelt. Hier ist auch wieder so ein schicker Schädel. Ups. Da links läuft eine Spinne. Da. Ich sehe einen Kürbis. Ich sehe was Essbares. Gesundheit. Dankeschön. Pflanzen. Ich habe gerade genießt, ich hatte mich aber gemutet. Deswegen, die Leute hören mich jetzt nicht niesen. Aber ich finde es trotzdem nett, dass du mir Gesundheit wünschst. Ja, wow. Ich habe einen Steinklumpen gefunden. Ich weiß aber gerade nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt den hier abzubauen. Ich glaube nicht. Ich gehe einfach mal weiter in deine Richtung. Sagte sie und blieb stehen. Mhm. Es hechelt und kreucht und fleucht schon wieder überall alles. Ah! Da ist eine Spinne. Ich muss in die Richtung, wenn ich zu dir will. Skelette rumliegen, ey. Das ist so vertrauenserweckend. Garantiert alles meine. Natürlich. Komm, 2 Kilometer. Ich rauche. Ich muss irgendwie mal Zeug loswerden, ey. Den Kürbis esse ich mal. In der Dose würde ich gerne aufheben. Das finden wir doch alles noch in rauen Mengen. Ich bin überladen. Das Problem ist, wenn ich so überladen bin und im Zweifel laufen muss. Ja.
kann ich das nicht, weil ich so überladen bin. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Oh, da ist so eine Pflanze, die man essen kann. Die gibt auch Wasser. Die nehme ich mit. Wie heißt das Teil? Marmorfrucht. Die Marmorfrüchte sind gut. So, ich habe immer noch keine Quest erledigt. Du? Also schon. Eine oder zwei, aber... Schlafsack gebaut, ja, das habe ich hingekriegt. Respekt. Und eine Steinaxt gebaut. Pflanzenfaserhose. Ja, das habe ich auch. Soweit bin ich auch. Pflanzenfaserhemd. Kapuze. Schuhe. Handschuhe. Ich zieh mich mal an. Yay. Ich hab Klamotten an. Wir laufen aber schon aufeinander zu, oder? Na klar. Ich humpel aufeinander zu. Ach stimmt, du humpelst ja noch vor dich hin. Ja, hast du keinen Stoff und kein Klebeband? Dann mach dir doch mal eine Schiene. Ja, ich mach mir eine Schiene, wenn ich das finde. Kann ja mal ein Haus looten hier hinten. Also ich hab noch alles. Ich zur Not, ich glaube, eventuell ein bisschen, wenn es geht, einfach Baumwolle vielleicht sammeln. Da kann man, glaube ich, ach, ich weiß nicht, ob man das in der Mod hier kann, Stoff draus herstellen. Stofffetzen. Und dann kann ich dir, glaube ich, sogar eine machen. Eine Schiene? Nee, ich kann dir eine machen. Warum kann ich die nicht machen? Achso, ich brauche nur ein Stofffetzen, tatsächlich. Ein Stofffetzen, dann kann ich dir eine Schiene machen. Für dein armes, gebrochenes Bein. Und daher einfach mal gucken, hier Baumwolle. Aber ich glaube, ich bin in der Nähe von meinem Loot, also... Also irgend so ein Vieh mit Flügel. Bei mir grunzt schon wieder überall. Rennen! Im Hintergrund hört man einen hektischen Kampf. Und Himiko und dem Tier mit Flügeln. Ja, man sieht's. Ich krieg das auch links eingeblendet, ne? Himiko ist gestorben. Ich hab's besiegt. Aber du hast es wenigstens... Ist ja egal, du hast es aber mit in den Tod genommen. Genau. Hast du wenigstens den Schlafsack noch schnell gelegt? Nein, habe ich nicht hingekriegt. Also nochmal. Ich kann da keinen Stoff draus herstellen. Ach, kick dir mal Stoff. Die Entfernung an. Oh! Stofffetzen. Das muss man an der Maschine machen. Und da brauchen wir Wolle für. Also, von daher hätte ich dir jetzt eh keinen. Also ist es auch nicht so wie im richtigen Seven Days to Die. Man kann aus der Baumwolle keinen Stoff machen. Aber wenn wir uns diesmal nicht finden, Tracy, dann weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich wieder zurück dahin, wo ich hergekommen bin. Du bist quasi direkt hinter mir gespawnt.
Wir müssen das diesmal schaffen. So nah waren wir noch nie beisammen. Wir schaffen das. Ich fokussiere mich jetzt nur noch auf dich. So ein komischer Pilzwald. Und da traue ich mich irgendwie nicht rein. Zwischen uns. Ja, um mich rum sind auch gerade sehr komische Gestalten. Oh, ich bin ja gar nicht in gehockter Position. Warum denn nicht? Ist noch irgendwas hinter mir her? Wann bin ich denn aus der Hocke gegangen und vor allen Dingen warum? Weil du das kannst. Ja, aber das bedeutet doch den sicheren Tod. Tja, weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Ah, neben mir ist ein Skelett. Was gut ist, wenn man gehockt ist, erkennen sie einen kaum. Ich gucke jetzt gar nicht nach. Scheiße, ich habe keine Stamina mehr. Oh, das Gegrunze macht mich kirre. Ah, Skelett voraus. Skorpion, der hat mich gesehen. Die sind aber nicht schwer. Ich renne. Das Skorpion für Geräusche macht. Ich habe leider keine Stamina mehr. Ich habe das Bett schon im Anschlag. Wenn ich vor irgendwas wegrenne, tue ich schon das Bett unten ausrüsten. Das ist natürlich clever. Also zumindest habe ich jetzt kein gebrochenes Bein. Nee, das ist gut. Wir sind auch nur noch 100 Meter auseinander. Ich sehe deine Umrisse schon. Ja, aber ich habe Sachen im Gepäck. Ich höre einen Elefant. Ui, jetzt bin ich aber ein ganz schönes Stück gelaufen. Alter Schwede. Ja, wir haben uns endlich gefunden. Aber bei mir stehst du einfach nur da. Machst du irgendwas? Ja, ich war Krafthingern. Ach so. Zieh dir mal Klamotten an. Ich habe noch keine gebaut. Ich soll einen Holzknüppel machen, ey. Wir haben uns endlich gefunden. Sehr schön. Wo wollen wir denn hingehen? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Ich soll einen Bogen und Pfeile herstellen. Ich habe 7 Steine. Hier ist so ein Steinhaufen. Ja, ich kann den aber noch nicht richtig ab. Ich habe noch keinen Hammer. Aber ich habe jetzt 7. Ich habe einen Bogen und 7 Pfeile. Läuft bei mir. Das Stein? Nee, das ist Salz. Stein. Sicher? Ja, sieht man da unten Salz. Rechts. Ja, habe ich nicht gesehen. Na, Salz brauchen wir auch. Ja, aber noch nicht jetzt. Ich bin eh schon nicht überladen. Jetzt. Das ist das Problem. Wir brauchen echt irgendwie
Mal irgendeine Bude. Irgendwas, wo wir auch mal Kisten oder so aufstellen können. Da drüben ist ein Pilz, da können wir uns drunter setzen. Ey, keine Ahnung, also ja, wir müssen noch ein bisschen. Nach Norden, da ist eine Straße, die führt garantiert irgendwie zur Stadt. Wäre auch gut, ja, wenn man irgendwie hier die Straße nehmen und dann nach Norden, oder wie? Wenn wir irgendwo Richtung Wasser gehen könnten. Hä? Wo ist denn die Straße jetzt? Das ist ein Weg. Richtung Osten, ne? Hinter mir her. Oh, hier ist ein Kürbis. Hier ist die Straße. Warte mal, ich zieh mir mal meine Klamotten an. Es macht so unglaublich viel Spaß hier, auch wenn es echt schwer ist, aber es macht Spaß. Obwohl, ich bin einmal gestorben. Das hält sich ja noch in Grenzen. Und Himiko ist kein Maßstab. So, Straße. Da ist auch mein alter Rucksack. Da bin ich nämlich Sturm. Tatsächlich? Ja, ein Stückchen weiter hoch. Ganz schön viel weiter hoch. Hier oben war ich noch nicht. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind 396 Süd, Ost. Wir sollten dann vielleicht auch mal ein bisschen nach Nordwest. Aber wir gehen jetzt erstmal die Straße entlang. Warte mal, hier ist Stein. Ich baue mir erstmal einen Baum. Ah ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich brauche 5 Steine. Bau dir möglichst schnell einen Hammer, damit kannst du die Steine besser abbauen. Zumindest in der Mod hier. Man klöppelst du nicht ganz so lang. Ich gucke jetzt auch, dass ich 5 Steine zusammenkrieg. Okay, meine Axt muss schon wieder repariert werden. Und schon habe ich nur noch 2 Steine. Jetzt habe ich wieder 3. Da liegt einer. Oh, ich habe 5 Steine. So, dann mache ich nämlich den Steinhammer. Den muss man zwar später nochmal dann machen wegen der Quest. Aber den Holzknüppel zerlege ich. Der bringt nämlich hier nichts. So, jetzt habe ich nämlich das Hämmerchen. Ah. Dann kriegst du nämlich bei jedem Schlag einen Stein raus. Und nicht nur alle 10 Schläge. Für einen Elefant. Geht's dir gut? Ja. Oje, oje. Jetzt haben wir uns aber in der zweiten Folge wenigstens schon mal gefunden. Magst du hier noch den Rest abbauen oder was hast du vor?
Ich, Na, dann lasse ich erstmal einen Bogen gebaut. den dir. Genau. Aber kannst du mir mal bitte einen Hammer bauen? Kann ich. Bitte? Ist schon Arbeit. Ja, da ein Elefant und da ein Vertrag. Ja, die machen mich. Aber das ist natürlich auch, das trägt natürlich unglaublich zur Atmosphäre und zur Stimmung gerade in dieser Mod bei, finde ich. Also die Geräuschkulisse, die ist hier wirklich nicht ohne. Ihr Steinhammer ist fertig, Knäfrau. Ja. Dort bitte schön. Dann könnte ich mir ja auch noch mehr. Stimmt, mehr Steinpfeile bauen. Steinpfeilspitzen. In dieser Mod muss man sich auch erst die Pfeilspitzen herstellen, bevor man sich dann die Steinpfeile herstellen kann. Alles nicht so einfach. Siehst, damit geht das wenig besser, ne? Absolut. Ich schleiche mal ein bisschen vor. Oh, du bist jetzt auch durch, ne? Steinpfeil. Weißt du, was das Lustige ist? Wir haben 17 Uhr. Oh. Oh, ja, genau. Oh. Wird ja noch spaßig. Nein, danach dürfen wir uns halt nicht schnell fortbewegen. Bist du da? Ja. Bin hinter dir. Vorsicht, Skorpion. Die Geräusche macht der Skorpion? Boah, der braucht aber lange. Das ist richtig. Vorsicht, über uns ist ein Pleitegeier. Ich brauche wieder Steine. Ich habe jetzt alle Steine in Pfeile umgewandelt. Ein paar liegen am Wegesrand, aber hier drin auch. Da vorne hüpft wieder was. Ich gehe mal in Deckung. Nee, ich habe keine Steine mehr. Vorsicht, da links kommt so ein Typ, der hat mich schon mal eben gekillt. Die sind ziemlich stark. Mhm. Ich gehe dann immer. Ja, ich gehe dann immer in Deckung und auf die andere Straßenseite und schleiche dann dran vorbei. So gut es geht. Alter, diese Geräusche. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Viel Spaß beim Angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Ja, und das fröhliche Sterben geht in der nächsten Runde weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.